Mein Name ist Patrick Schneider, ich bin Primarlehrer hier am Schulhaus Zopf in Adliswil. Ich unterrichte im Moment die 3.-4. Klasse und habe hier ein Gartenprojekt. Hallo, ich heiße Gabriel und bin 11 Jahre alt. Hallo, ich heiße Angelina. Ich heiße Alessandro, ich bin 9 Jahre alt. Hallo, ich bin Isha. Hallo, ich heiße Iris. Narek, Valentina. Noah, Raphael, Daran, Alicia. Lukas, Christina. Ich heiße Afonso. Helena, Vladimir. Was haben wir da für eine Pflanze? Es hat mich fasziniert, das Projekt von blühenden Schulen. Angefangen hat es mit den Bienen, mit dem Bienenhotel, wo wir dann auch uns ein bisschen getrieben haben, ein grosses Bienenhotel gebaut haben. Und ja, mein erster Beruf war Gärtner und da habe ich jetzt den grünen Daumen immer noch mitgebracht in die Schule und führe das da weiterführen. Im Rahmen des Projekts haben wir ganz viele Kräutchen angebaut. Wir haben Radiesli angesagt, wir haben andere Blumen angesagt, ganz viele Sachen da, Gemüse. Hinten haben wir Beeren angepflanzt, das ist im letzten Jahr vor allem passiert. Jetzt kannst du die Pflanze da hineinstellen. Was ist das für eine Pflanze? Mhm. Wir machen es so, wir machen wie ein Modeling, ich zeige ihnen etwas vor, erkläre es, dann tut das Kind nachher nachmachen und so zeigen wir einander, wie das funktioniert. Sie können es so lenken und die Kinder können es nachher, die es schon gezeigt bekommen haben oder schon mehr können, zeigen es nachher anderen Kindern, die noch nicht können oder weniger können. Ja. Der Vorteil ist, dass man Theorie und Praxis gut verknüpfen kann. Also da hat man nachher eine Pflanze, die Natur, die wächst, man muss beobachten, man muss Geduld haben und man kann es nachher verschriftlichen. In der Schule drin, dass man den Text schreibt, man kann über das, was man gemacht hat, nachher einen Bericht schreiben. Also das Ziel ist, eine Ansteckung auf andere Klassen zu machen, dass andere Klassen auch mitmachen. Zum Teil hat es schon gefruchtet, dass andere Klassen auch kommen. Dann wir einfach die Sachen abstecken, wo das noch etwas gepflanzt oder angesagt muss sein. Und das ist mehr so ein bisschen Vorreiter sein und etwas vormachen und dass die anderen in diesem Sog mitgezogen werden. Also die Kinder haben es sehr positiv aufgenommen, sie sind sehr gerne draußen. Es gibt Kinder, die am liebsten den ganzen Tag draußen sein wollen und nur in der Erde arbeiten und anpflanzen und am Grünen sein, wo es manchmal ganz schwierig ist, dass sie ruhig sitzen und dann einen Ausgleich finden im Garten. Ich mag das Projekt, weil alles so farbig ist. Mir gefällt, dass man in der Natur ist, aber trotzdem etwas lernt. Mir gefällt die Sachen einpflanzen, zusammenbinden. Dass wir an der Natur sind, dass das alles so grün ist, weil wir so coole Sachen machen. Und was mir am Projekt gefällt, ist, dass man etwas Neues lernt. Ich habe gerne, weil Natur ist. Für Kinder ist es sehr praktisch oder gut, dass sie die Sachen können lernen da im Schulhausgarten und Sachen nachher mit heimnehmen, sei es Sämen oder sei es einzelne Pflanzen oder Wurzelteile, die sie daheim wieder einpflanzen können und selber gärtnern. Es ist sehr schön, die Kinder zu sehen draussen beim Arbeiten und es ist eine sehr friedliche Stimmung. Sie sind hier am Arbeiten, am Schauen, am Fragen und am Kennenlernen. Und es ist wirklich ein ganzheitlicher Unterricht, den man hier auch draussen machen kann.